Hallo ihr Lieben, heute machen wir eine schnelle No-Bake-Torte mit Lotus Biscoff Karamellgebäck und Brotaufstrich. Und dafür brauchen wir 250 Gramm Lotus Biscoff Kekse, so sehen die in der Verpackung aus, gibt es oft zum Kaffee dazu. Ein Glas Lotus Brotaufstrich, 90 Gramm Butter, 500 Gramm Mascarpone, 200 Gramm Frischkäse, 200 Gramm Schlagsahne, eine Packung Vanillezucker, zwei Packungen Sahnefest. Die Kekse habe ich in meinem Zerkleinerer fein gemahlen und die Butter in der Mikrowelle zerlassen. Beides mische ich jetzt zusammen. Bei meiner Springform mit 26 cm habe ich den Boden mit Backpapier ausgelegt und gebe nun den Keksbuttermix hinein und drücke ihn fest. Die Springform gebe ich jetzt für 10 Minuten in die Tiefkühltruhe oder 30 Minuten in den Kühlschrank. Die Schlagsahne wird kurz angerührt und dann kommt ein Sahnefest dazu, bevor ich sie weiter festschlage. Wenn du kein Video mehr von mir verpassen möchtest, abonniere gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Nun vermische ich Mascarpone, Frischkäse, ein Sahnesteif, Vanillezucker und zwei Esslöffel vom Lotus Brotaufstrich. Für weitere leckere Rezepte schau gerne in meiner Playlist vorbei. Diese verlinke ich euch jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Dazu verwende ich mein Handrührgerät auf mittlerer Stufe. Und jetzt hebe ich die Sahne unter. Sobald sich alles gut vermengt hat, gebe ich die Creme in die Springform, streiche sie glatt und gebe den Kuchen wieder für weitere 10 Minuten in die Tiefkühltruhe oder wahlweise eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Den Brotaufstrich habe ich unter Beobachtung, bei mir waren es 30 Sekunden, in der Mikrowelle erhitzt und gieße ihn über den Kuchen. Durch leichtes Schwenken verteilt sich die Creme gleichmäßig. Nun lasse ich die Torte kurz abkühlen und gebe sie dann, abgedeckt, über Nacht in den Kühlschrank oder mindestens für 4 Stunden. Bei der Dekoration habe ich mich für Erdbeeren, Heidelbeeren und Himbeeren entschieden. Hier würden aber auch Sahnetupfer gut passen. Zwei Lotuskekse lege ich ganz in die Mitte und drei Kekse habe ich grob zerbröselt und gebe sie auch darauf. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.